Schienen kriegen wir auch wieder raus, wenn wir die abbauen. Das sollte kein Problem sein. Wobei wir... Kann ich nachträglich aus einer Schiene eine Redstone-Schiene machen eigentlich? Weil nur so auf Schienen ist, glaube ich, dann doch ein bisschen langsam. Langsam. Nee, kann ich nicht. Sehr gut. Ich müsste gerade mal, weil ich kenne mich damit auch überhaupt nicht aus. Wir machen hier gleich mal eine kurze Teststrecke hier hin. So. Dann krapseln wir uns mal hier die Lore. Gut, man kann natürlich auch einfach ein bisschen Fahrt aufnehmen. Sehr gut. So, aber wenn man jetzt hier natürlich dann mit so einer Lore hier diesen Berg runterfährt, dann sollte man ja eigentlich auch ein bisschen Speed wieder aufnehmen, oder? So war das doch. Machen jetzt hier mal ein bisschen Versuche. Okay, gut. Passt. Nee, ist gut. Bau die Karte mal wieder ab. Man die dann auch Treppen runterbauen? Nee. Okay, gut. Schade. Also das heißt, ich muss tatsächlich doch neben der eigentlichen Strecke herbauen. Okay, sollte aber kein Problem sein. Gut, dann ist das Einzige, dass wir halt nicht genug Schienen haben. 128 Schienenteile reichen nie und nimmer. Nie im Leben reichen 128 Schienenteile. Und ich möchte tatsächlich nicht 100.000 Eisen da reinknallen. So viel Eisen habe ich nicht. Weil wir eh wieder irgendwann in der Höhle müssen. Wir sind die ganze Zeit in Höhlen. Wir sind irgendwie gefühlt... Wir leben nur noch in Höhlen. Ich werde einfach schon zu so einem Gimli einfach. Gimlom. Gimlem. Kumpel mir letztes Mal... Bilder gezeigt. Richtig geil. Oder wir können die Schienen ja mal mitnehmen, weil eigentlich habe ich jetzt gerade keine Muße, hier noch eine Schienenstrecke hinzubauen. Das kann ja dann danach nochmal kommen. Ich muss jetzt hier erstmal weiterkommen. Und so oft renne ich hier tatsächlich gar nicht lang.
hält sich schon in Grenzen. So, zapp, zapp, zapp. Nehmen wir mal wieder die Steine hier. Die Lore hier eben rein. Ah gut, ich habe noch 5 Eisen dabei. Sehr gut. Pfeile habe ich dabei. Redstone, alles einfach. Einfach alles mitgenommen. Sehr gut. Mhm. Ja, ja. Sehr cool. Du alter Zipfelklatscher. Hau ab. Kleiner Hanswurst, verpiss dich von meiner Kiste. Sonst knall ich dir ein paar auf deine Kiste. Ganz ehrlich. Sup, sup, Alter. Tisch ab. Denkt er, könnte hier einfach rum teleportieren wie so ein Saftsack. Sup, sup. Nee, 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 nee. Hier geht jetzt erstmal ein bisschen Stück hier rein. Und wir schauen mal so langsam, dass wir vielleicht hier langsam mal einen Weg hochfinden. Mir gesagt, hier so an dieser Aussichtsstelle. Hier wäre ein Häuschen vielleicht nicht schlecht. Damit man hier so ein bisschen Aussicht außenrum hat. Hier sind jetzt ganz viele Bäume. Ihr habt es schon richtig erraten. Die müssen alle weg. Aber dann hat man hier eine prima Aussicht. Und hier kommt dann das Häuschen hin. Also so weit haben wir es tatsächlich nicht mehr. Die Sonne ist schon am Horizont erkennbar. Der Berg, hinter dem die Sonne ist, ist zwar noch schon noch ein paar Kilometer hoch, aber wir arbeiten dran. Aber was soll ich sagen? Wir sitzen ja zum Glück alle zusammen hier in der Lage. Ich bin jetzt zum Glück nicht alleine. Also die meiste Zeit zumindest nicht. So, zapp. Haben wir gleich wieder ein Bäumchen weniger. Zum Glück haben wir jetzt entsprechende Ausrüstung und nicht mehr so wie am Anfang. Wo wir echt mit allem sparen mussten. Und irgendwie mit Steinen, Ausrüstung hier durch die Gegend getingelt sind. Zum Glück ist das erstmal rum. So, hier ist noch ein Baum. Nehmen wir noch mit für den Komposter. Hier ist noch ein bisschen Holz. Hier ist noch ein Stückchen Erde, gell? Immer alles mit rum. Alles mit, nehmen wir da. Jo, geil. So, Baum, du musst weg. Schöner Baum, du musst weg. Du bist zu viel. Viel zu viel. So. So, aber dann tatsächlich auch der hier.
Okay, jetzt wieder so ein Riesendödel. Wie viele Zombies da unten gerade am Abnippeln sind. So, also hier noch gut durch. Den hier? Nee, du kannst... Na, wobei, komm. Hier werden jetzt keine Gefangenen gemacht. Habe ich eigentlich noch? Ja, doch zwei extra haben wir noch. Sehr gut. Ah ja, sehr gut, moin. Cool. Vor allem, die geben ja nicht mehr Erfahrung. Die geben ja nicht mal Erfahrung. Aber sie auch nicht umzunödeln ist auch keine Alternative. Dafür nerven sie einfach zu arg. Die Sonne da schon wieder unter. Nehmen wir vielleicht gerade mal noch den hier mit. Nadel mal hier noch mal ein bisschen durch. Nehmen wir noch mal ein bisschen Erde raus.